Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Rebels! Du-du! Ja, kurz von Anfang an eine Erklärung. Bevor die Folge rauskommt, gibt es noch zwei Folgen, die ich rausballern muss. Ich muss aber erklären, warum in letzter Zeit kaum Rebels-Folgen rauskamen. Das lag daran, dass ich krank war. Ich hatte ja, wie ich eben gesagt habe, zwei noch auf Vorrat. Insgesamt waren es, glaube ich, vier. Und ich wollte einfach sicher gehen, weil man ja nie einschätzen kann, wie lange man für die Gesundheitsregeneration des Körpers lange braucht. Wollte ich dann halt gucken, okay, du hast noch zwei Folgen. Dann halte sie damit noch ein bisschen hin, dass ich da nicht wochenlang ohne was habe, weil man weiß ja nie, wie gesagt, wie lange man krank ist. Im Grunde genommen war es eigentlich recht gut. Es war jetzt nicht lange. Jetzt geht's weiter. Es gibt auch wieder häufige Rebels-Folgen. Alles kein Thema. So. Bevor wir anfangen, mit denen hier weiter zu leveln, denn wir haben jetzt Folge 220, muss ich dazu sagen. Ja, ich weiß, es gibt viele Neuigkeiten. Werde ich mit dem erstmal einiges verkaufen und wegschmeißen. Ihr seht, mein Inventar ist total voll. Ich drehe hier mal gerade die Kopfhörer auf den Ohren ein bisschen leise. Ich krieg sonst einen Tinnitus. Weil so ganz regeneriert bin ich immer noch nicht. Es geht gerade so für die Aufnahme. So, das hatten wir gefunden, genau. Hier, die Sachen, es hatte sich keiner gemeldet. Ich werde jetzt also das, was ich wirklich nicht brauche, verkaufen. Ich habe hier noch ein paar Boxen aufgesammelt, die wir jetzt reingucken können. Hier haben wir nochmal einen Mephisto. Ich habe mich auch nach einer Zeit einfach gar nicht mal eingeloggt, aus dem ganz einfachen Grund. Ich finde es immer blöd, es ist irgendwie Manipulation, ne? Du musst dich für ein Spiel einloggen, um irgendwas zu kriegen. Das ist ja für eine Seite ganz gut, das hatte ich ja schon mal erzählt, aber für die andere Seite, es ist so ein verzweifelter Versuch von Rebels, die Leute an der Stange zu halten, dass die hier bei Rebels noch spielen wollen. So, ich hatte letzte Mal übrigens das hier gewonnen, und zwar, nicht gewonnen, sondern bei der Auktion gewonnen. Und hatte, weiß nicht, 250 Rubs oder so gekostet. Jetzt habe ich endlich eine Karte drin. Jetzt mache ich es statt 21%, ich glaube 22. Wir gucken gleich mal. Ja. Statt 26, statt 25, 26. Genau, das war der falsche. Entschuldigung. Wie gesagt, ich bin noch ein bisschen angeschlagen. So, wir haben hier noch vier Boxen, die wir öffnen können. Was haben wir da drin? Abuva Fernkampf. Das ist natürlich sehr schön. Seelensucher Magie. Betriel Fernkampf. Und Betriel Fernkampf. Ne, was haben wir da neu bekommen? Müssen wir mal gucken. Lickirus Nahkampf. Okay, so, pass auf. Ich möchte jetzt gleich erstmal was verkaufen. Ich mache hier auch kurze Geschichte. So, Baumwoll kann weg. Das ist meine Magierrüstung. Meine alte. Kettenpanzer behalten wir nochmal. Ausgemachte Nudeln kann weg. Denn wir haben einen Regenerationszauber. Das kann auch weg. Wir machen da jetzt eine große Ausmistung, weil wir, guck mal, wir haben 66%. Das ist nicht witzig. Und dann heißt es ins Dungeon. Denn Folge 221 geht es ins Dungeon. Die ist die Vorbereitung jetzt wieder. Folge 222 wird auch im Dungeon sein mit dem hier. Da wird aber auch die Special-Folge kommen. Also, ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Es wird ein... Ich weiß nicht, es ist schwer einzuschätzen. Ich finde, es ist ein cooles Event von mir. Selber zu bewerten ist immer so ein bisschen arschig, kann man sagen. Aber ich denke mal, ihr werdet damit zufrieden sein. Auch für die Gewinne, die es da gibt. Und was ihr machen müsst. Ich denke mal, da werdet ihr vielleicht sogar ein bisschen Spaß dran haben. Mal gucken. Vielleicht lobe ich das aber auch einfach nur zu viel. Und ja. Ich werde es einfach sehen. Mal gucken. So, ich werde jetzt erstmal hier das hier verscherbeln. Alles weg. Wir brauchen Kohle, 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 denn wir müssen uns gucken, wenn wir Rang 3 werden, dass wir auch das passende Equip dafür haben, ne? Die Axt haben wir ja mittlerweile schon, was super Anfang ist, ne? Ihr merkt schon auch wieder, ich weiß nicht, ob ihr das in den letzten Folgen aufgefallen ist, da war ich so ein bisschen lustlos. Es ist halt auch so, dass man bei Rebels mittlerweile alles gesehen hat, das ist es ja. Aber momentan bin ich wieder voller Energie nach der Krankheit. Und jetzt geht's weiter. Ja, jetzt geht weiter.
So, das können wir alles verscherbeln hier. Blutige Axt können wir verkaufen. Wir haben ja Zweihand-Axt. Dreizack kann weg. Oh, guck mal, was wir da an Kohle kriegen. Ja, die kann auch weg. Nein, Chips hatte ich mir ja geholt, genau. So. Ja, das finde ich immer noch nicht schön. Ich weiß nicht. Findet ihr das schön, dass das hier so ist? Könnt ihr ja echt mal die Meinung drüber schreiben. Ich finde das echt nicht schön. Das ging früher viel geschmeidiger. Vielleicht haben sie es ja gemacht, um die Stabilisierung des Servers aufrechtzuerhalten. Aber ich glaube nicht, dass das Ursache war, weil da sich Leute Scherz gemacht haben, tausend Sachen verkauft haben, dass der Server instabil wird. Das glaube ich nicht. So, Moment. Was haben wir hier? Batriel, Fernkampf behalte ich erstmal. Magie kann weg. Mephisto, Nahkampf kann weg. Cassia, Heilung behalten wir mal. Magie kann weg. Abufa, Heilung behalten wir mal. Taranida, Verteidigung kann weg. Und Tarkin, Verteidigung, Heilung kann auch weg. Nahkampf kann weg. Nahkampf kann weg. So, dann haben wir noch mal ein bisschen Kohle. Sogar mehr als genug. Wie gesagt, ich räume hier gerade auf, wie ihr seht, richtig. Die könnte man im Endeffekt nutzen. Da bräuchte ich aber so ein Fragment. Und ich glaube nicht, dass es sich lohnt, auf diese Waffe den drauf zu machen. Glaube ich nicht. Nee. So, wir haben wieder ordentlich Geld. Super. Jetzt bereue ich es doch irgendwie, dass ich nicht jeden Tag eingeloggt habe, weil das hätte dann ein bisschen mehr Kohle sein können. Ne? Das weiß man hinterher immer besser. So, wir gucken mal. Wir haben eine Axt, wir bräuchten jetzt eine Rüstung. Eine Rüstung für Rang 3. Gucken wir mal. Ich weiß, die Preise werden wahrscheinlich wieder unterirdisch sein. Oder überirdisch. Überirdisch nennt man das. Aber was soll man machen? Oder, wie in dem Fall, es werden keine Rüstung drin sein. Gut, kann ich verstehen. Denn Rang 3 ist auch immer so eine Sache. Die meisten Höheren, die sind eh schon aus dem Levelbereich längst raus. So. Lootpad wollte ich mal gucken. Denn, ich wollte mal sehen. Was haben wir denn hier so? Fernkampf. Aha. Aha. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn ich meine reinstelle, weil ich werde die wahrscheinlich nie selber benutzen. Glaube ich nicht ganz dran. So. Man kann ja mittlerweile die Pässe kaufen, das weiß ja hier, denke ich mal, jeder. Ich bin auch ein bisschen mit dem Rückstand. Ich wollte da eigentlich immer so eine Aufklärung machen, was immer so neu ist. Das habe ich mittlerweile aber auch schon vernachlässigt. Denn da ich immer am Stück aufnehme, ist es ein bisschen blöd. Denn normalerweise müsste ich, wenn der Patch rauskommt, eine Folge drehen und die sofort rausballern. Aber das ist immer recht schwer. Vor allen Dingen auch dann immer zu gucken, wann man Zeit hat, ne? Okay, ich kann das mit Pet vergessen wahrscheinlich. So. Was haben wir denn hier eigentlich noch alles, Mensch? Die Steine brauchen wir alle auch gar nicht, oder? Ich packe die jetzt einfach mal ins Warenhaus. So, ja, oben in der HV können wir sicherlich nicht dran, weil wir keine Berechtigung mehr haben. Aber ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon gesagt habe. Ich zeige euch das aber nochmal. Ich habe den Code eingelöst, ja, mit den drei Pässen. Ich könnte hier nochmal hin. Und auch noch andere viele Sachen, die ich bekommen habe. Normalerweise könnten wir da durchstarten, aber ich möchte die noch nicht nutzen. Vielleicht später mal. Der hier soll erstmal Rang 3 werden, denn mit denen habe ich Großes vor. Ich möchte ins Dungeon, solange ich hier noch die Zauber habe, die Buffs. Vorher wollte ich aber nach Laxi und erstmal alles ins Lager packen, damit ich nicht gleich überladen bin im Dungeon, ne? Das ist, denke ich, mal in Ordnung.
So, genau. Falls ihr nochmal mich nicht erreichen könnt, ihr könnt mir auch gerne private Nachricht oder einen Kommentar bei YouTube da lassen. Da bin ich eigentlich immer erreichbar, weil ich das hier gerade von denen gesehen habe. Weil ich bin nicht immer hier im Spiel online. Momentan sogar ein bisschen recht seltener. So, packen jetzt am besten alles hier rein. Das kann ich alles gar nicht gebrauchen, wenn ich das mitnehme. So, alles hier ruhig rein. Können wir später mal durchgucken, wenn wir mal Lust und Laune haben, ne? Das muss jetzt nicht sein. So, können wir die Zettel auch reinpacken? Hab ich keinen Bock, dass ich die Zettel mitführe jetzt. Ne, kann man nicht. Okay. Wir packen aber das andere hier alles rein. Das, das, das. Axt können wir auch noch ruhig reinpacken. Okay, die Chips hätten wir vielleicht mal mitnehmen sollen. Denn ohne Chips wird das nichts. Hier, guck mal, hier haben wir noch eine andere Axt. Die könnten wir eventuell verkaufen. Da, die Chips müssen wir mitnehmen. Sonst wird das nichts. Sonst wird das absolut nichts. Gut, so, dann sortieren würde ich mal sagen hier. Dann kommt das auch mal wieder in geordnete Bahn. So, Lachs habe ich keine mehr. Und dann würde ich sagen, lasst uns mal zum Dungeon teleportieren. Wir können ja mal gucken. Alter, habt ihr das immer noch nicht gefixt? Das sind ja jetzt schon ein paar Wochen her. Guckt euch das an. Da fehlen Texturen. Ich muss ganz ehrlich sagen, welcher Azubi war denn bitte schon an der Patch-Veröffentlichung dran? Wer hat denn das hier reinkopiert? Vor allen Dingen, es ist ja nicht nur der einzige, ne? Es sind ja mehrere, so wie ich gehört und gesehen habe. Das ist echt schlimm. Ich meine mal klar, sowas ist nicht unbedingt vielleicht einfach, je nachdem, ob man es kann oder nicht. Aber wenn ich schon so ein Spiel habe, dann lasse ich das nicht von einem machen, der keine Ahnung hat und dabei, dass das so rauskommt. Und wenn sowas rauskommt, dann wird das am nächsten Patchtag wieder in Ordnung gebracht. Ja, dafür habe ich echt kein Verständnis. Man könnte zwar sagen, jetzt stellst dich aber auch an, es gibt viel, viel Schlimmeres. Klar, aber auch sowas darf nicht passieren, ne? Hatte Longlife und ich ja uns auch drüber unterhalten. Das habt ihr ja im Video mitbekommen. Sowas darf einfach nicht passieren. Und wenn, wird das halt neu gemacht. Aber was soll's? Sind wir hier eigentlich? Nein, 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 nein. Ich bin ja auch ein bisschen blöd, merke ich gerade. Wir hätten längst in Lost Mine reingekonnt. Was wollen wir denn hier? Was wollen wir denn hier? Das ist doch eine ernste Frage. Vom Schaden und etc. müssten wir das doch locker schaffen. Weil hier im Moon kriegen wir doch keine Punkte mehr. So. Jetzt geht es in Lost Mine. Also da bin ich ja mal gespannt, ob wir es schaffen. Aber ich denke mal ja. Es dauert halt nur ein bisschen, aber ich denke mal ja. Sollte kein Problem werden. Wir werden jetzt noch oh, eine Minute. Wir werden hier mal kurz den Boss ausprobieren, bevor wir die nächste Folge starten. Und dann werden wir einfach mal ein bisschen was machen, ne? So, gucken wir mal. Ich muss ständig aber auch jetzt die Bubble aufrechterhalten, weil die bestimmt sau viel Schaden machen im Gegensatz zu Moon. Ja, also wenn wir hier vorne ein bisschen kämpfen, sollte eigentlich was werden. Für Punkte kriegen wir denn da, wenn wir den umhauen? Ja, 5%, das ist doch schon immerhin was. Wir können uns eventuell dann, bevor der hier respawnt, eine mal ziehen. Nur da müssen wir aufpassen. Da haben wir auch gar nicht das Chip-Level für, ne? Jetzt ja. Aber den treffen wir auch gar nicht. Aber guck mal, der kommt so schnell hier wieder. Dann können wir auch den hier farmen. Es wird halt ein bisschen dauern, wie ihr seht. Aber wir werden das hinkriegen. Und spätestens ab Rang 3 kriegen wir ja die Axt. Das heißt, wir werden da einiges mehr an Schaden machen. Und da wird das schon. Alter, der kriegt aber ganz schön Aggro. Oh, Level Up. Gut, aber ich würde sagen, das war's für die Folge. Dann kann ich erstmal meinen Frosch regenerieren lassen. Und in der nächsten Folge geht es dann hier weiter. Wir werden dann einfach hier mal ein bisschen leveln. 48 haben wir.
Wunderbar. Und ein weiteres Job-Level. Also, wir werden bald auch auf jeden Fall Druide. Das wollten wir ja machen, ne? Das war die Abstimmung, die vor, Alter, wie lange auch immer das her ist. Aber die Abstimmung hat halt entschieden, auch wenn es halt so lange gedauert hat. So, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Tschüss.